Dann geht Iceman auf die Bühne und sagt, ja, wo ist Leider? Ich denke so, was? Habe in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, du hörst auch im Saal alle, wow. Ja. It's okay. Hallo liebe Hockey-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Hockey Marshall Eishockey Talks im neuen Gewand, aber mit dem alten Line-Up, Ralf, Marco, Christian und meine Wenigkeit. Und wie unschwer zu erkennen ist, neue Räumlichkeit, wir wollten es wieder ein bisschen nerdiger halten, ein bisschen mehr Deko an der Wand geklatscht, so ein bisschen dieses Feeling einfach, dieses Hockey-Raum-Feeling. Und ich hoffe, euch gefällt es, könnt auch mal ein kleines Feedback dazu lassen. Und falls ihr vielleicht irgendwelche Raritäten... Daumen hoch, sagt man. Daumen hoch. Falls ihr vielleicht eine Rarität habt, wo ihr sagt, die muss unbedingt da an die Wand. Wir sind gerne dafür offen. Oder wollt ihr irgendwas davon haben? So erschleicht man sich auch die Dinge. Gut, in unserer heutigen Ausgabe wollen wir ein bisschen über die Deutschen in der NHL reden. Die NHL-Saison steht kurz bevor... Oh, 2. Oktober, ne? Ja. Gut, letzte Saison war 3. Oktober, jetzt... ich wollte nicht durcheinander bringen. 2. Oktober geht's los. Wir machen so einen kleinen Doubleheader. Jetzt die deutschen Spieler gleich dann in der Folge, die dann ein paar Tage später erscheinen wird, wenn ihr das seht, geht's um alle Teams. Aber jetzt widmen wir uns erstmal den Deutschen in der NHL und ich würde sagen, fangen wir an mit den besten Deutschen aktuell in der NHL. Leon Dreiseitel. Letzte Saison über 100 Punkte, über 50 Tore. Meint er? Leon Dreiseitel, schafft es nochmal, diese Marke zu knacken? Boah, ich glaube, er wird eine gute Saison spielen. Er wird gut scoren. Ich glaube nicht, dass er nochmal 50 Tore macht. Ich sehe ihn so... Mein Tipp, 37. Aber ich glaube tatsächlich, dass Edmonton als Team hoffentlich ein bisschen schwieriger auszurechnen ist, dass da mal was geht und sich die Last auf mehreren Schultern verteilt. Deswegen, also ich glaube, er wird eine super Saison spielen, wird aber tatsächlich, mich würde es überraschen, wenn er wieder bei den Topscorern ganz vorne, also bei den Torjägern ganz vorne ist, nicht bei den Topscorern, also wie gesagt, Assists, glaube ich, werden wir dieses Jahr tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen mehr sehen. Wie gesagt, ich glaube, in der Entwicklung der nächste Schritt und vielleicht ja mal Playoffs in Edmonton und dafür nicht die 50 Tore. Ich glaube, das würde er halt auch eher so einkaufen. Ja. Freuen würde ich mich natürlich trotzdem. Wenn er die 50 Buden macht, dann Respekt. Ja, ich denke, für ihn wird es in einer gewissen Weise auch schwieriger, weil klar, als gegnerisches Team musst du dich eigentlich voll und ganz auf McDavid konzentrieren, aber wo sie jetzt halt wissen, okay, McDavid macht seine, sagen wir mal, 120 Punkte, die macht er vermutlich, wenn er gesund bleibt, aber so ein Dreiseitel ist auch für 100 Punkte gut. Da sollte man sich vielleicht auch ein bisschen drum kümmern als Gegner. Das wird es im Laufe der letzten Saison schon so gewesen sein, aber ich denke mal, jetzt in die Saison gehen die Gegner mit einem etwas anderen Verständnis für Dreiseitel in die Spiele, sodass es auch nicht mehr so leicht haben wird. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich im Schatten von McDavid immer ein bisschen Platz und deswegen wird er auch wieder gut punkten. Aber ich glaube auch, es wird ein bisschen nach unten gehen mit der Produktion, aber... Da sprechen wir echt von immer noch hervorragenden Werten für den Deutschen, definitiv. Ich denke, er ist halt unberechenbarer geworden, dadurch, dass er jetzt auf die Torschiene gegangen ist. Er war halt immer bekannt als der super krasse Spielmacher und jetzt hat er einfach mal die Tore gemacht. Also ich tippe mal die nächste Saison, ja, hoffentlich so eine Mischung aus beidem. Also dass es nicht wieder, vielleicht macht er mehr Assist wieder oder... Ist halt so eine Sache, ne? Ist halt, kann auch genauso sein, dass da dieses Jahr wie der Megastar, der da als nächstes kommt, der Tobi Rieder, 12 Tore macht und dafür aber 90 Assists gibt oder so. Ich weiß, was du meinst, aber dafür die ist. Die Besonderheit ist ja, wenn du schon den Herrn Rieder vorgreifst, dass ja Calgary und Edmonton diese Offseason doch den einen oder anderen Spieler jetzt noch niemals getauscht haben, also nicht als Trade, sondern mit Free Agents. Und die haben tatsächlich ja einen Spieler getauscht. James Neal und Lucic. Ja, und die Goldie. Ja, aber die sind als Free Agents. Ja, gut, aber mehr oder weniger ist es trotzdem getauscht. Ja, aber. Aber James Neal, der jetzt natürlich auch irgendwie
der auch ein Wahnsinnstorjäger normalerweise ist, der jetzt ein schwaches Jahr hatte. Ich glaube schon, dass der auch ein paar Tore in Edmonton machen wird, dadurch den Leon halt auch ein bisschen entlasten wird und ja, ein guter Stürmer vorne mehr mit drin, den du anspielen kannst. Glaubst du, die spielen in einer Reihe? Ich kann es mir gut vorstellen. Aber ich glaube, das wäre der falsche Weg. Nee, ich glaube auch. Weil du hast es ja jetzt schon in Edmonton das Problem einfach, dass du eine gute Reihe hattest und danach... Ich glaube nicht, dass McDavid und Dreisaitl in einer Reihe spielen. Okay, das wäre eine andere Geschichte. Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sie die beiden in zwei unterschiedlichen Reihen haben wollen, um einfach mehr Durchschlagskraft zu haben. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Dreisaitl und Neil zusammenspielen. Und dann glaube ich, dass da auf natürlichem Wege die Torproduktion runtergeht und die Assist-Produktion nach oben. Wir werden sehen. Also hinterher spielt da vielleicht doch wieder mit McDavid zusammen. Nur wie gesagt, dann hast du natürlich eine Reihe, wo du dich leichter gegen aufstellen kannst, als wenn die auf zwei Reihen aufgeteilt sind. Ich glaube auch persönlich, dass der Leon Dreisaitl gerne auf diese Meilensteine verzichtet und das Team dafür die Playoffs dann erreicht, weil bringt halt mehr, wenn du in der Breite halt viel mehr Qualität hast, als in einer Reihe. Und das war halt von den Oilers das Problem gewesen. Der Kader der Oilers ist, muss man leider sagen, weiterhin schwach. Also die sind, na, McDavid ist der beste Spieler der Welt, Dreisaitl hat sich zu einem Top 20 Spieler hochgearbeitet, aber ansonsten hast du halt nicht so viel, du hast keine Tiefe im Kader meiner Meinung nach, James Neal ist ein Projekt, der kann wieder so spielen wie zuvor, aber ist nicht gesagt, das heißt, du hast halt wieder für mich hinten raus ein schwaches Team und es ist halt ärgerlich, wenn du jetzt McDavid, für den tut es mir natürlich auch enorm leid, aber wenn du jetzt halt wirklich die beiden sind so bockstark und dadurch, dass du dann keine Tiefe im Kader hast, nimmst du denen quasi die Möglichkeit, dauerhaft Playoff zu spielen, was mit zwei solcher Spielern eigentlich möglich sein müsste. Ja, und nur so ein Nugent Hopkins hast du halt auch noch dabei. Ja, ne? Also ja, aber der ist halt auch als ehemaliger Top-Draft auch nie wirklich zu dem geworden, was er eigentlich sein wollte. Aber der ist in einer anderen Sicht in Edmonton ein krasser Führungsspieler. Also ja, natürlich, aber... Ich würde euch mal eine kurze Leine halten. Das können wir dann gerne in der nächsten Folge detailliert besprechen, weil, wie gesagt, wir wollen uns ja... Aber Dreisaitl ist nun mal der absolute Topstar der Deutschen, der deutschen Spieler, da kann man sich auch mal etwas länger drüber unterhalten, das wird jetzt gleich ein bisschen abflach, aber ich gebe dir recht. Ja. Ja. Und wenn er die Torjägerkrone holt, dann... wird es nichts Besseres mehr geben, glaube ich, in unserem Hockey-Leben. Nur wie gesagt, es wird schwierig, da nochmal so vorzustoßen, weil es war schon überraschend im letzten Jahr. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spieler. Einer, der auch unberechtigterweise ein bisschen weniger Ansehen jetzt in der NHL hat, und zwar Tobi Rieder nach der vergangenen Saison. Lediglich 11 Assists, hat nachher noch die Schuld daran bekommen, dass er treffen zusammen würde, dann hätten wir die Playoffs erreicht. Na gut, aber jetzt nehmen wir mal die deutsche Brille ab. Er ist ein Stürmer, der 11 Punkte gemacht hat. 11 Assists. Der allerdings in vorherigen Jahren immer so im 30er-Bereich gepunktet hat. Also Produktion Drittel. Er hat auch 54 Spiele, glaube ich, gemacht letztes Jahr. Also ist jetzt nicht so, dass er die Hälfte der Saison auch gar nicht gespielt hat, sondern er hat mehr als die Hälfte gespielt. Heißt dann allerdings nur ein Drittel abzuliefern. Das ist natürlich, dass man ihm den Sündenbock komplett für die Playoffs zugeschoben hat. Aber ich glaube, die wollten damit sagen, was wir gerade gesagt haben, den Edmonton fehlte die Durchschlagskraft durch die ganzen Reihen. Wenn deine Bottom-Six-Stürmer nicht funktionieren, dann hast du halt das, was wir gerade besprochen haben. Und da hätte das ein oder andere Türchen auch kommen müssen. Wir beobachten den ja wahrscheinlich dann halt auch noch mehr als, ich sag mal, der amerikanische NHL-Fan, der jetzt nicht gerade Edmonton-Fan ist. Wir achten natürlich mehr drauf. Wir sehen da natürlich die Qualität. Ich glaube auch, dass er sich seinen nächsten Vertrag definitiv erarbeiten wird. Aber das Jahr war nicht gut. Da kannst du jetzt auch nichts gegen sagen. Also nicht zu vergleichen mit seiner Zeit in Arizona. Nee, überhaupt nicht. Und selbst wenn er in der vierten Reihe, von mir aus als für die komplette Saison in der vierten Reihe spielen würde, sind 11 Punkte zu wenig. Und ein Rieder, der hätte schon die Ambitionen mit seiner Vorgeschichte, dass er ruhig dritte Reihe spielen kann. Wenn Verletzungen da sind, kann er auch mal ein, zwei Spiele in der zweiten Reihe machen. Aber Rieder hat in Unterzahlen. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Das hat ihn ja ausgezeichnet. Genau, das war seine Auszeichnung. Ja, da machst du natürlich keine Punkte, aber trotzdem, wie gesagt, als Bottom-Six-Spieler, da kann man schon so an die 20, 25 Punkte kommen, sonst
gut, wenn keine Produktion da ist. Da, wenn er jetzt natürlich viel Unterzahl spielt, hat er da wiederum seine Werte fürs Team. Aber gut, im Endeffekt müssen auch von einem Stürmer Punkte gemacht werden. Seine Zukunft ist ja aktuell auch gar nicht so gewiss. Man weiß noch nicht. Tryout-Vertrag bei den Flames, ob er sich da durchsetzen wird. Aktuell sieht es noch relativ gut aus. Bei Ausstrahlung dieser Folge kann es natürlich auch schon wieder anders aussehen. Das ist das Preseason-Geschäft. Ich sehe ihn noch nicht in der DL oder KL, könnte ich mir vielleicht sogar noch vorstellen, weil er ein schneller Spieler ist. Aber ich sehe ihn tatsächlich eher noch in NHL. Ob es Calgary ist oder nicht, ich glaube, irgendjemand wird schon noch zuschlagen. Lustig ist, dass wir auch vor einem Jahr auch eine ähnliche Folge hatten über deutsche Spieler und genau dieselbe Diskussion über Rieder hatten. Mhm. Haben gesagt, ja komm, ein Jahr jetzt und vielleicht klappt es ja in. Und jetzt ein Jahr später haben wir dieselbe Diskussion. Calgary, steht jetzt von einer schwierigen Saison, sage ich mal. Aber man hat jetzt so das Gefühl, okay, der Rieder, Calgary könnte klappen. Man darf auch nicht vergessen, Calgary war letztes Jahr die Nummer 1 im Westen. Also die hatten schon eine bockstarke Saison. Das heißt, da kann er sich jetzt den Platz auch nicht mal eben so mit ein bisschen guter Vorbereitung erarbeiten. Da muss er schon viel leisten. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, bei der letzten Runde an Katz war er nicht dabei, also er ist noch im Team. Kann man absolut nichts zu sagen. Also, wie man hört, sind die Leistungen wohl okay, aber wenn der Trainer ihn nicht mag oder sagt, passt nicht, dann ist er nächste Woche nicht im Kader. Und zu wem wir mehr sagen können, ist zu diesem Kollegen hier. Philipp Grubauer. Ja. Letzte Saison, seine erste Saison in Colorado gehabt, startet jetzt in der zweiten Saison bei Colorado als Starter. Ralf, ich würde dir auch direkt das Wort überlassen, auch aus dem Grund, weil ich dem den neuen Goalie, den Backup-Goalie in Colorado nicht aussprechen kann. Pavel Francouz. Francouz, okay. Deswegen, ne? Valamov war ja vorher quasi an der Seite von Grubauer, jetzt bei den Islanders. Kommen wir gleich zu, weil da ist schon wieder ein deutsch-russisches Duo dann. Aber Ralf. Ja, grundsätzlich hatte ich in einer der letzten Folgen, als ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber ich habe gesagt, als wir unsere Highlights der Saison kurz besprochen haben, da habe ich gesagt, halt, Grubauer war für mich ein positiver Effekt, sage ich mal. Er hatte zwei unfassbar schlechte Monate, hat dann aber im rechten Moment seinen Groove gefunden, sage ich mal, und hat dann die komplette Saison durchgespielt, von da an ab Februar, März, hat es in die Playoff geschafft, hat da auch richtig gut gespielt. Jetzt geht er aber das erste Mal als wirklich unangefochtene Nummer 1 in die Saison. Wird man sehen müssen, ob er bereit ist, ob er dazu bereit ist, 60 oder sagen wir mal 55 Spiele zu machen. Die sollte man als Starter schon machen. So 55 Spiele. Ja, vor allem auch, weil er Franzus war, richtig? Auch komplett unerfahren ist. Ja, der kam vor der letzten Saison aus der KHL, war da einer der besten Torhüter, hat dann letztes Jahr in der AHL bei den Colorado Eagles gespielt, war in der AHL auch einer der besten Torhüter, also ein Torwart, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste, 26 oder 27, der auf jedem Level, wo er gespielt hat, immer performt hat. Wurde letztes Jahr zweimal, als eben diese unfassbar schlechte Phase war, hat auch zwei Einsätze gekriegt, aber wurde zweimal eingewechselt. Hat auch beide Spiele dann quasi verloren, obwohl er richtig gut gehalten hat. Aber dass der Grubauer jetzt den Platz wegnimmt, sehe ich nicht. Es wird ein klares Nummer 1 Backup-Modell. Ja, und jetzt muss Grubauer liefern. Und wenn er liefert, dann ist er eine klare Nummer 1 bei einem Team, was hoffentlich in die Playoffs kommt. Das glaube ich gerne, dass du es raus. Ist ja immer, also das ist ja meine Meinung, die ich schon immer über Grubauer hatte, ist, den hat man immer ins Wasser geworfen irgendwo, in Junior College und all so, nicht College, aber in Junior Leagues und so. Und der hat dann immer, hat sich dann immer freigeschwommen und ist dann immer dann auch der Top-Torhüter gewesen in den Teams. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der da jetzt sich jetzt groß anfechten lässt. Also ich glaube, der braucht immer so eine kleine Zeit, um sein Niveau zu bekommen, um sich einmal einzupendeln. Und dann hat er das und dann sehe ich den auch jetzt als... Er geht auch recht selbstbewusst, was ich so die Interviews mitbekommen habe, geht auch recht selbstbewusst
in die Saison, aber nicht, ich bin der Starter und ne, er sagt schon, es wird hier ein knallhartes Duell, aber er ist selbstbewusst, er sagt, er kann die Rolle annehmen und aber ja, wie gesagt, als er eine schwere Zeit hatte in der letzten Saison, hatte Varlamov das auch und die gesamte Hintermannschaft, ne? Das war nur so, dass er sich die Dinger gefangen hat und der Rest hat perfekt gespielt, sondern der Wurm war drin, ne? Also da, und das hast du bei jedem Team, bei 82 Spielen mal eine Phase. Ja, aber das waren 2 Monate, die hätten uns fast die Playoffs. Wir waren vor dieser Phase, also in den ersten 2 Monaten der Saison waren wir eines der Top-Teams, dann 2 Monate unfassbar, also habe ich selten gesehen. Ja, und dann hat es irgendwann Klick gemacht und dann ging es wieder bergab. Und dann wurde eines der besten Teams. Und in der Mischung dieser beiden, 3 Phasen waren wir dann 8. Ich wollte nur sagen, es war kein Grubauer. Nee, es war jetzt nicht, dass Grubauer schlecht war. Aber er hat die Saison gut gestartet. Aber in der Phase habe ich dann tatsächlich gezweifelt. Varlamov, da kommen wir gleich zu, wusste ich, dass er ein Torwart ist, der so seine Phasen hat, gut und schlecht. Aber Grubauer, da war ich doch etwas, hatte ich schon ein bisschen Panik. Ja, und dann hat er sich gefangen. Wenn er jetzt einigermaßen stabil bleibt, dann bin ich ganz zufrieden. Kleine Videoempfehlung an dieser Stelle. Wir haben ein kleines Highlight-Video auch über Grubauer gemacht aus der letzten Saison. Gerne mal reinschauen. Wenn wir jetzt Profi-YouTuber wären, dann würden wir sagen, blenden wir hier irgendwo ein. Aber ich habe keine Ahnung. Blenden wir bestimmt einen gerade in diesem Moment. Und hier, da ist so eine Info. Kommt auch noch das 3-Seiten-Video. Ja. Stimmt, haben wir auch. Wie das noch hinweist. Kommen wir zum nächsten deutschen Goalie. Thomas Greiss, Jennings Trophy-Gewinner. Ging auch ein bisschen unter, muss man fairerweise sagen. So war irgendwie nie ein Thema. Also in deutschen Medien sowieso nicht. Aber Jennings Trophy gewonnen. Überhaupt die Islanders. Letzte Saison keiner von uns auf dem Schirm gehabt. War, glaube ich, die Überraschung, wenn man unsere Tipps von vor der Saison zu Rat zieht. Fantastische Leistung. Ein Teil des Tandems ist weg, weil wir haben die Trophy zusammengeholt. Aber wirklich aus deutscher Sicht eine fantastische Leistung und da hat er mal richtig abgeliefert. Und hoffen wir, dass er daran anknüpfen kann. Er hat einen guten Torwart wieder dazu bekommen, der schon bewiesen hat, dass er mit einem anderen Deutschen ein gutes Tandem bilden kann. Und mit Barry Trotz, ein Trainer, der auch weiß, wie man vernünftig verteidigt. Was ich glaube, was den Islanders halt auch einfach extrem gut getan hat. Und ich glaube, dass die dieses Jahr tatsächlich darauf aufbauen werden. Glaubst du, der Trotz wird sich wieder nicht auf einen festen Starter festlegen? Er wird da wieder variieren? Das ist ja seine typische Art. Kann man so sagen. Du darfst ja halt auch nicht vergessen, auch der Trotz hat auch den Philipp Grubauer in Washington viel spielen lassen. Ja. Ne? Also der ist schon Fan davon, sein Torwart nicht zu verbrennen. Hat auch, bevor der Grubauer nach Colorado gegangen ist, die Entscheidung getroffen, Holtby rauszunehmen, der ja für viele NHL-Analysten der beste Torwart mit Carey Price in der NHL ist. Und Barry Trotz hat gesagt, nee, ich habe das Gefühl, der eine ist hot, der andere halt nicht. Da spielt der Grubauer mal die erste Runde Playoffs. Hat er dann natürlich hinten raus wieder korrigiert, weil dann der Grubauer nicht so performt hatte. Aber ist halt ein Trainer, der sich was traut und ich glaube, und der Erfolg gibt ihm dann auch recht, dass er da ganz gut mitfährt, mit 2 erfahrenen Torhüter. Und das Signing zeigt, der hat ja jetzt nicht einen unerfahrenen oder man hat gesagt, wir nehmen Prospect hoch, sondern 2 gestandene Goalies. Mhm. Ich glaube, das ist auch die Art, wie er spielen will. Ja, Lennart ist ja weggegangen, der hat ja auch eine richtig starke Saison gespielt. Auch Jennings Trophy gemacht? Ja. Interessanterweise aber auch zu einem Team, muss man auch mal dazu sagen, wo der wieder ein Tandem bilden werden, ne? Wo vielleicht auch man da sagt, okay, vielleicht eine komplette Saison auf seinen Schultern nicht so gut, aber jetzt Crawford und Lennart wird natürlich auch, ne? Also es scheint so der Weg zu sein halt, ne? Ja, definitiv, dann fährst du sicherer, aber wenn ich einfach mal so eine Bold Prediction machen darf, Varlamov war 6 Jahre in Colorado und er hat eigentlich immer die besten Spiele gemacht, wenn er viele Schüsse abgekriegt hat. Also der hat richtig viele 40-plus-Safe-Spiele-Siege gemacht. Und wenn nicht so viele Schüsse kamen, dann merkte man ihm auch gerne mal an, dass er dann den einen oder anderen durchließ. Und Barry Trotz ist jetzt nun wahrlich nicht dafür bekannt, dass er pro Spiel, also sein Teams pro Spiel 30, 40 Schüsse zulassen. Deswegen sage ich einfach mal, dass Varlamov mit der starken Defensive mehr Schwierigkeiten haben wird. Weil er ist ein Torwart, der braucht Action, dann performt er. Und wenn er nicht so viel Action hat, dann kommt das. Also was ich habe in 6 Jahren gesehen.
Ja, und dann wird der Greis, glaube ich, ein bisschen seine Spiele kriegen. Deswegen behaupte ich einfach mal, dass der Greis dieses Jahr einiges an Spiele machen wird. Okay. Das ist einfach mal so eine... Wobei ich Valamov als Spieler und als Typ genial finde, aber... Es hat ja auch einen Grund, warum Colorado gesagt hat, wir behalten ihn halt nicht. Er ist auch verletzungsanfällig. Stimmt, er war auch über die Saison. Er hat häufig Verletzungen gehabt. Ja. Warten wir ab, aber ich glaube, das wird eine ganz gute Saison für den Reis. Kommen wir zum deutschen Teamkollegen von Reis, Tom Kühnhakel. Letzte Saison 9 Punkte, 4 Tore, 5 Assists, war jetzt nicht so grandios, hat er sich wahrscheinlich auch besser vorgestellt die Saison. Aber eine richtig schöne Bude gemacht im Fall. Der ist im Kopf geblieben. Der ist auf den ganzen Highlight-Videos ist er auf jeden Fall drauf. Was meinst du, kann Kühnhakel diese Saison mehr aufblühen als vergangene Saison? Ja, er muss fast, ne? Also sonst schließt sich das Fenster. Ich bin echt gespannt. Ich muss sagen, ich befürchte, dass er da nicht rauskommt. Also ich habe ihn jetzt tatsächlich nicht so wirklich auf dem Schirm. Also ich würde es ihm wünschen, weil in Pittsburgh halt auch viel Unterzahl gespielt und auch teilweise wichtige Buden gemacht. Bei den Islanders jetzt nicht zum Zug gekommen. Trainer ist noch da, was wir gerade gesagt haben. Er hat halt sein Spielsystem im Kopf. Vielleicht passt es da nicht so genau. Das ist natürlich... Wie gesagt, also ich weiß nicht, welche Vorzeichen sich da ändern würden. Die Islanders haben jetzt auch nicht im Kader so riesen Veränderungen gehabt, dass man sagen kann, oh, das ist aber ein Plätzchen frei geworden. Ich weiß nicht, wen hat er, sondern eher gefühlt doch auch noch 2-3 Prospects, die nachkommen. Ne? Schwierig. Wie gesagt, also ich sehe ihn tatsächlich in einem schwierigen Jahr, ja. Ich glaube auch, dass Kühnhakel und auch Tobi Rieder sehe ich in den nächsten Jahren wieder in Europa. Glaube ich. Also ich, wenn Kühnhakel jetzt kein Bombenjahr hinlegt, was ich nicht mal, also glaube ich nicht, weil hat er in der NHL nie hingelegt, er hat nie diese Mega-Jahre hingelegt. Er ist ein Rollenspieler. Also ja, er ist ein Rollenspieler, genau, der arbeitet viel, aber dann sehe ich die schon wieder nach Euro bekommen. Ob die jetzt, also ich würde auch Rieder, würde ich beiden vielleicht nicht sagen, kommt in die DEL, wird sie aber wahrscheinlich machen werden. Aber so mal ein Jahr in Schweden oder in anderen starken Ligen. Ich glaube, das machen die dann nicht. Also wenn Europa, dann Deutschland. Nicht, genau, ich würde keinen Grund sehen. Oder KL. Oder KL. Allein aus finanziellen Gründen wahrscheinlich. Ja. Aber wenn Europa, dann sagst du doch, ja komm, dann bin ich doch wenigstens nah bei meiner Familie, da verdiene ich auch noch ein paar Euro. Und habe jetzt die letzten Jahre auch nicht schlecht verdient. Ja, ja. Dann würde ich doch eher Deutschland bevorzugen. Ich würde den vielleicht, aber ich fände es cooler, wenn die irgendwie mal nach Schweden gehen oder so. Weißt du, ich glaube, du hast dann als Spieler nochmal eine andere Entwicklung. Ja. Aber ich sehe die schon in Deutschland oder in Europa zumindest nächsten Jahren. Also nicht das erste mit 31, 32 rüberkommen, sondern in den nächsten 2-3 Jahren. Das werden wir dann heute in einem Jahr sehen. Ja. Wer auf jeden Fall in der NHL bleiben wird. Es würde mich wundern, wenn diese Person eine so schlechte Saison spielt, dass wir in 2 Jahren nichts mehr von ihm hören. Dominik Caron bei den Blackhawks alle Spiele gemacht. Ich wusste jetzt kurz nicht, worauf du hinaus willst, aber den hatten wir ja noch nicht. Ja, ich habe schnell noch die Kurve bekommen. Ja. Dominik Caron, alle Spiele gemacht bei den Blackhawks. 13 Tore, 24 Mal vorgelegt. Ist eine herausragende Statistik im Winter Classic getroffen. Puh. Ja, ist eine steile Karriere, würde ich behaupten. Mhm. Also so, wenn man so den Verlauf sieht, alles gut gelaufen für ihn. Angedurftet, weil zu klein, wie nachgesagt. Ja. Dann hat er die Chance bekommen bei den Blackhawks und genutzt, spielt jetzt bei Pittsburgh. Freut mich persönlich als Pittsburgh-Fan natürlich sehr, einfach mal wieder einen deutschen Spieler da zu haben nach Tom Kühnhakel. Das kann man sagen. Kühnhakel ist ja mit Pittsburgh Stanley Cup-Serie geworden. Würde mich freuen, wenn Caron das zweimal. Würde mich freuen, wenn Caron danach zieht in den nächsten 2 Jahren. Nein, aber man muss fairerweise sagen, in der Preseason jetzt sogar einmal mit Crosby in einer Reihe gespielt. Hat er ja gesagt, da ist ein Traum für ihn wahr geworden. Er konnte gar nicht glauben, was da los ist. Und, aber die trainieren auch in einer Reihe, ne? Also es scheint so geplant zu sein. Es sieht so aus, als wenn Caron dann tatsächlich mit Crosby in einer Reihe spielen sollte. Ja, Pittsburgh, soll jetzt absolut nicht respektlos klingen, aber Pittsburgh ist jetzt auch nicht mehr das total überladene Superstar-Team,
Nein, da die sind jetzt auch, ja klar, Malkin und Crosby sind noch da. Davon getragen. Genau, und dann bleiben auch ein paar Lücken. Und wenn er da halt gut performt und ja, er ist ja für Punkte gut, er ist für Tore und Vorlagen gut. Mhm. Wenn es passt mit Crosby, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er da die Saison startet. Schnelligkeit mit rein. Der die Kreativität, die vielleicht an der Rad an der Seite als für einen Vollstrecker super perfekt ist. Also ich meine, kann selber auch vollstrecken. Also und wie du vorhin auch mal gesagt hast, er hat in Chicago auch mit den besten Leuten gespielt. Stimmt. Ja, also warum soll er das dann nicht in Pittsburgh auch machen? Deswegen. Ja, das ist eine logische Aussage. Einfach. Ja, ich sehe da schon, dass er da seine Spiele bekommt. Ja. Ob es jetzt mit Crosby, Malkin, wem auch immer ist, aber auf jeden Fall in den Top 6 quasi. Und ich wollte jetzt gerade nicht sagen, dass Pittsburgh jetzt meilenweit an den Playoffs vorbeirast, aber das Team ist halt nicht mehr ganz so stark und Crosby, Malkin werden ja dann auch irgendwann mal ein bisschen älter. Aber ich glaube, da hat er ein richtig gutes Team erwischt, wo er viel Eiszeit bekommt und eine gute Rolle spielen kann. Mhm. Und das ist für ihn, glaube ich, das Wichtigste. Aber interessant, wie sich das alles in einem Jahr verändert. Ne? Letztes Jahr saß man ja noch und haben gesagt, kann er sich durchsetzen, ja. Jetzt hör mal, er hat alle Spiele gemacht. Ich spiele mit Crosby. Er macht das schon. Nächstes Jahr sitzen wir dann vielleicht hier und sagen, ja gut, jetzt das lief aber gar nicht. Tryout in Calgary. Ja, ey, das ist das Geschäft. Ja, ja. Wenn du eine Saison mal komplett nicht ablieferst, dann spielst du in München. Dann kannst du, ja, vielleicht wieder. Und wirst dann wieder Deutscher Meister. Mal wieder. Auch ein schwieriger Fall. Das ist unser nächster Spieler. Wie viele Deutsche doch in der NHL unterwegs sind, finde ich, ist schon... Wobei die Zahl hält. Ja, es gab mal Phasen, da hätten wir jetzt über 3 Leute gesprochen und wäre vorbei gewesen. Und es ist noch einiges in der Pipeline, das ist ja, da ist ja halt gut. Da kommen wir gleich zu, aber jetzt erstmal zu Holstein Anaheim. Oft Verletzungsrückschläge gehabt. Letzte Saison dann sich zurückgekämpft, kann man nicht anders sagen. Hat 22 Spiele für die Ducks gemacht. Wir haben da letztes Jahr schon drüber gesprochen. Ist halt schwierig. Wenn er verletzungsfrei bleibt, kann er dem Team weiterhelfen. Aber wie weit passt das in dem Konzept mit einer Heim, die ja vielleicht jetzt auch mal so langsam über eine Verjüngung ihres Teams nachdenken müssen? Ja, aber ich glaube tatsächlich, die sind mittendrin und erfahrene Spieler werden gebraucht, um die Jungen zu führen. Und gerade ein Corbinian Holzer, der jetzt natürlich durch seine Karriere immer mit Verletzungen zu kämpfen hat, vielleicht auch den Weg zeigen kann, was dir alles passieren kann als Profi, ist vielleicht gar kein schlechter Berater für junge Spieler, um die ein bisschen zu erden. Weil ich habe immer das Gefühl, der Corbinian Holzer ist einfach ein Vorzeigeprofi, weil aus irgendeinem Grunde, trotz seinen Verletzungen, glauben die Ducks ja weiter fest an ihn. Und das war auch ein Team in seiner ganzen Zeit bei Anaheim, die viel Qualität hatten. Jetzt stehen sie halt einfach vom Rebuild, die einfach immer ein gutes Team hatten und er ist immer dabei geblieben. Ne? Also das scheint einfach eine menschliche Komponente und eine Qualität zu haben, die du in deinem Team brauchst. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es noch weitergeht für den Herrn Holzer in Anaheim und dass er auch, wenn er gesund bleibt, deutlich mehr als 22 Spiele bekommt. Ich glaube, ist auch das, was du kannst eigentlich das reinnehmen, was wir letztes Jahr über ihn gesagt haben. So, ja, das, exakt. Also, aber letztes Jahr war ja klar, dass er verletzt ist. Ne? Da war ja, er schon, ja, da hat er eine Verletzung. Genau, aber wir gehen alle davon aus, dass da irgendwas noch mehr ist als halt das Spielerische. Wissen wir, er ist halt nicht er ist wahrscheinlich ein guter Verteidiger und ein solider Typ. Und ich glaube, genau diese Solidarität? Nee, nicht Solidarität. Solide. Solidi, also Solidarität. Er spielt solide. Er spielt solide, genau. Man muss nicht, er ruft immer dieselbe Leistung. Genau. Er bringt immer dieselbe Leistung. Und konstant. Mann, jetzt kommt's. Habt ihr noch ein paar Wörter? Lieber einfach in die Kommentare. Genau, die lese ich dann gleich. Er bringt es halt immer wieder und ich glaube genau das ist das, was manche oder gerade Anaheim dann wahrscheinlich braucht und eben das dann auch an Spieler weitergibt, die dann, wenn er halt dieser Top-Sportler ist, dieser perfekte Sportler ist, der sich immer wieder zurückarbeitet, der immer seine Leistung bringt, ist ein super Vorbild. Anaheim hat jetzt das dusselige Pech, zwei Führungsspieler zu haben, die komplette Saison auf jeden Fall ausfallen, wo nicht davon auszugehen ist, dass die überhaupt nochmal wiederkommen, muss man ja tatsächlich so sagen, mit dem Eves und dem Kessler.
Und ja, klar, du kannst nicht nur ein Team nur mit jungen Spielern haben. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich tatsächlich durch diese Besonderheit, dass die Chancen jetzt nicht unbedingt schlechter geworden sind. Also, sondern dass erfahrene Führungsspieler, die halt vielleicht auch die Schattenseiten des Profisports kennen, den man vielleicht zeigen muss, wie motiviert man in jede Saison gehen muss oder welchen Ehrgeiz man immer wieder an den Tag legen kann, dass solche Leute gut bei einem Corbinian Holzer lernen können, der sich einfach nie unterkriegen lässt. Ja, bleibt spannend. Also überhaupt DAX, absolut Wildcard, ohne auch Perry, aber ja, gut. Ja, nee, also Kessler, da ist einiges weg. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Auch dann im Zusammenhang mit Holz. Ebenfalls gespannt kann man sein auf die Karriere von Moritz Seider. Da kann man eigentlich schon fast davon ausgehen, dass es eine gute. Die Überraschung im Juni war es, wenn ich mein kalendarisches Gedächtnis richtig abrufen kann. An sechster Stelle von den Detroit Red Wings gepickt. Cool. Red Wings, this team selects sixth. With the sixth pick in the draft, the Detroit Red Wings select from Mannheim of the DEL, Moritz Seider. Whoa! Sam Cosentino, we have our first shock of the draft. Moritz Seider of Mannheim. In Mannheim, they call him the Diamond. Outstanding defensive prospect. But I don't know anyone who thought he was going sick, Sammy. No, but he had a huge rise. If you go back to the combine, it's a great story, actually. Lou and I had the chance to meet him underneath. And you go back to the combine, yeah, he tested well. But where he showed was his personality. And you can remember talking. Hat den Draft live geguckt? Mit O's im Saal. Also, es war wirklich überraschend. Nee, wir auch. Wir haben dann wahrscheinlich geschrieben, ich weiß nicht, wer noch wach war. Ich war halt wach, weil Colorado hatte halt zwei Picks. Deswegen, also die erste Runde gucke ich sowieso eigentlich immer. Die erste Runde gucke ich eigentlich sowieso immer. Die zweiten sind ja dann sowieso schon, vorhin sind ja immer abends. Ja, dann geguckt und dann haben wir noch vorher geschrieben und auch bei Twitter viel. Und dann, ja, ich tippe mal so auf 15 bis 18. Colorado war an 16, ja, aber die werden vielleicht an 4 Verteidiger, dann werden sie nicht brauchen. Wenn sie aber einen Stürmer ziehen, vielleicht holt sich Colorado Seider an 16, aber ich tippe mal so auf 15 bis 18. Hm. Dann geht Eisermann auf die Bühne und sagt, ja, wo ist Seider? Ich denke so, warte. Habe in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, du hörst auch im Saal alle, wow. Ja. Bei Twitter alles komplett, das war so komplett unerwartet. Das war die Überraschung. Aber man wusste in dem Moment, der macht das nicht umsonst. Also das war es gab zu der Zeit auf The Zone, glaube ich, ein Interview mit Marco Sturm, wo er auch über den Seider angesprochen worden ist. Und da hat er auch gesagt, ja gut, der kommt natürlich in eine Range, weil LA an 22 auch picken konnte. Da hat er auch gesagt, ja, da wird er von vielen Experten gesehen, weil er da natürlich gefragt worden ist, oder es sollte so in die Richtung gehen, holt der Deutsche vielleicht einen Deutschen als Assistant Coach, nimmt er da Einfluss drauf. Und da hat er aber so in der Nachbetrachtung, also er hat zumindest geahnt, wahrscheinlich unter den Insidern irgendwie war das schon klar, irgendwie eigentlich ist der Seider wieder höher. Also er hat schon gesagt, er wird sich jetzt auch nicht überraschen, wenn der Seider da schon lange weg ist, bis er an 22 kommt. Also ja, die haben ihn jetzt nicht gefragt, wird LA den an 5 picken, aber er hat gesagt, bei 22 glaubt er schon tatsächlich, dass er nicht mehr da ist und schon lange nicht mehr da ist. Und dann ist es natürlich... Was ich ja sehr, 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 sehr spannend finde, ist... wie gesagt, die Experten und wenn man irgendjemanden gefragt hat, die haben alle gesagt, so, sagen wir mal, so 16, 17, 20, so in die Range wird er fallen. Und dann denkt man sich, warum geht Detroit, wenn die den unbedingt haben wollen und an 6 pingen, warum trainen die nicht runter? Das heißt, ich denke mal gehe davon aus, dass Eisenman auch wusste, wenn wir jetzt runter traden auf 10 oder auf 12, dann ist ja für normalen Denkenden ist der Seider immer noch da. Ja, aber vielleicht dachte der, nee, die werden auch noch ganz andere Teams scharf auf den sein. Wir müssen den an 6 nehmen, sonst kriegen wir ihn gar nicht. Der wollte den offensichtlich unbedingt haben. Ja, aber ja. Dass er nicht mal runtertradet und sagt, okay, den kriegen wir auch mit an 12. Da muss ihm also, er muss sich darüber im Klaren gewesen sein, wenn wir runtertraden, kriegen wir ihn vielleicht nicht. Also muss ich ihn an 6 nehmen. Das heißt, Detroit wird nicht das einzige Team gewesen sein, die ihn ganz oben hatten. Und wenn man jetzt liest, vom Prospect Camp und die komplette Vorbereitung. Sie sind alle. Die Amerikaner schwärmen von Seider. Ja. Seine Professionalität, sein Auftreten, nicht nur auf dem Eis, sondern auch außerhalb. Ja.
alle Leute lieben den. Und ist er jetzt irgendwie schon ein Publikumsliebling gewesen bei den Vorbereitungsspielen. Also das habe ich auch gelesen. Also der ist halt einfach super beliebter. Er kommt einfach aus der Profiliga. Ja, das dürfte er auch nicht. Er spielt gegen Erwachsene. Ich meine, auch der Matthews ist damals nach Zürich gegangen, hat ein Jahr da gespielt. Einfach, weil er auch gesagt hat, bringt mir mehr, als wenn ich gegen irgendwelche College-Jungs oder was spiele. Ich glaube tatsächlich, dass das dich schon reifen lässt. Du kannst natürlich gut in guten Nachwuchsteams spielen, aber dann bist du vielleicht auch erst später fertig. Also als Erwachsener, ich meine, der Moritz Seider hat letzte Saison, der hat gut angefangen, also für absolut seines Alter entsprechend, aber am Ende in den Playoffs war das eine Bank in Deutschland, ne? Und, und es ist dann fällt dir natürlich auf. Und die Entwicklung in einem Jahr, der spielt gegen Erwachsene und macht in dem einen Jahr schon so Riesensprünge. Ich glaube, das ist auch was, was den Leuten zeigt. Ey, der Junge, der entwickelt sich und der will sich anpassen. Er hat jetzt nicht gesagt, ja, ich bin halt erst, ich bin gerade mal 18 oder ich werde während der Saison 18, weil jetzt ist er ja 18 Jahre alt. Ich kann ja nichts machen. Ich bin ja hier der Rookie, ich muss mich, sondern der hat in der DL seine Duftmarke gesetzt, hat seine Entwicklung genommen, die konnte man von Spiel zu Spiel beobachten, das haben die Scouts auch gesehen und jetzt macht er den Weg halt weiter. Ja. Und ich glaube, wir werden den, also meine Prognose, Moritz Seider spielt dieses Jahr sein erstes NHL-Spiel, aber die gesamte Saison spielt. Das ist ja, du also gerade bei Verteidigern, also Goalies lassen wir komplett raus, aber gerade bei Verteidigern, die meisten schaffen, wenn sie jetzt nicht gerade Darlin, Heiskanen, Makar, das sind halt so Leute, die kannst du mit 18 auch bringen, der läuft. Aber normalerweise sind Verteidiger so mit 20, 21, kommen die dann langsam. Weil du, wenn du vielleicht noch College, dann spielen die ein, zwei Jahre im College, dann spielen die vielleicht mal in der AHL oder halt in den Junior Leagues. Aber dann müssen die halt erstmal ranarbeiten. In ein paar Spiele in der AHL, also im Profibereich, gegen Männer, wie du sagst. Ja, und der Seider kommt rüber und der hat einfach gegen Männer gespielt. Das ist der Vorteil. Und da kommen wir dann in der nächsten Folge. Jus, Kakko, war ja das gleiche Thema. Der hat auch WM gespielt, ne? Deswegen, also auch Männer WM. Genau, und da hat er auch richtig gut gespielt. Ja. Deswegen, die kriegen eigentlich einen relativ fertigen Spieler. Und das ist in dem Alter als Verteidiger mit der Klasse ist schon. Ja. Also, da hat Detroit vielleicht im ersten Moment einen Fehler gemacht, behaupte ich. Aber vielleicht war es im Endeffekt sogar ein Stil an 6, was natürlich genial wäre aus deutscher Sicht. Ja. Also ich glaube auch, dass, also ich glaube, er macht ein paar NHL-Spiele dieses Jahr auf jeden Fall, aber er wird auf jeden Fall auch, ich glaube, überwiegend in NHL spielen, glaube ich, dieses Jahr. Das kam mir auch total gut an, drüben in Detroit, dass er sofort gesagt hat, nö, ich bleibe dieses Jahr in Nordamerika, ich mache jetzt nicht, ich gehe nochmal zurück nach Deutschland für ein Jahr oder so, ich will hier spielen. Ja. Hat er sofort gesagt, also, kam natürlich auch sofort an, weil du gerade sagst, so Publikumsliebling und so, du hast dann 18 Jahre, weil wie gesagt, viele andere sind dann, der ist gar, manche sind gar nicht in den Training-Camps halt, sondern sind direkt bei ihren, da war dann klar, dass da wartet man noch ein Jahr, bis die überhaupt in dem richtigen Training-Camp sind. Die haben dann nur ihre Rookie-Camps gemacht. Und da kommt halt, da ist halt, wie gesagt, ein 18-Jährigen, der sofort sagt, nö, ich möchte hier, ich bleibe auf dem anderen Kontinent, ich will hier spielen, das ist mein Ziel, ich brauche nichts zurück. Der hat auch, für die deutschen Fans natürlich schade, aber vom Körperbau ist er jetzt auch so, dass man nicht sagt, du arbeitest mal noch 3 Jahre im Fitnessraum, damit aus dir was wird, sondern der ist schon. Hat zwar ein Babyface. Ja, ja, aber. Darfst du mit 18 aber auch haben. Also, das ist. Das ist richtig, aber. Daran wird es nicht scheitern. Genau, darauf kommt es nicht an. Breaking News. wir sind gerade dabei, die Folge zu drehen, die ihr jetzt gerade schaut. Wollten gerade darüber reden, wie. Ja, sag's einfach. Wir haben gerade ein paar Worte über Dominik Bock verloren. Was denn Louis wohl mit ihm vorhat. Und haben noch vorgehalten, dass er halt da in Schweden spielt, weil er halt... Der wird wahrscheinlich, ich denke mal, er wird trotzdem erstmal in Schweden bleiben, aber trotzdem, Dominik Bock ist nicht mehr Teil der St. Louis Blues Organisation, sondern wurde im Justin Falk Trade nach Carolina abgegeben. Wow. Und wird spannend, wie es da jetzt weitergeht. Also da werden die Prognosen jetzt ein bisschen schwierig. Könnte aber ein gutes Team für ihn sein. Ja, jung, offensiv stark. Cap Space, um Leute zu signen, ist da. Also das ist. Ich glaube, ein Carolina-Spiel macht auch richtig Bock. Ja. Ich glaube, ich mag Carolina. Jetzt nicht wegen dem komischen Gedöns. Zweitjüngste Team der Liga.
Ja. Ja, die, fahren, ist, die fahren diese, und die waren in den Playoffs schon ganz gut. Also ich glaube, auch da wird er sich erstmal durchkämpfen müssen. Aber ich glaube, da ist ein bisschen, bessere Perspektive, würde ich behaupten. Auch, ja. Wir haben ja gerade noch gesagt, die Blues sind jetzt nicht zwingend drauf angewiesen. Ja. Gerade Stanley Cup-Sieger geworden. Ja, den Part, den werden wir jetzt natürlich in der Folge nicht ausstrahlen, aber darüber hätten wir geredet. Ja. Das werden wir jetzt überlegen. Aber wir haben die Folge gerade abgedreht. Da sagt er, ich guck mal kurz auf mein Handy und sagt, ja, wurde gerade getradet. Deswegen haben wir gedacht, schnipseln wir da mal Breaking News drüber. Kommen wir zu den letzten drei. Ja. Nico Sturm hat bereits zwei Spiele für die für Minnesota gemacht. Ja, durfte ein bisschen NHL-Luft schnuppern, hat jetzt noch einen Vertrag da. Mal gucken, vielleicht kann er noch den einen oder anderen Einsatz mitnehmen, vielleicht sich durchsetzen. Also für mich hat er sich erstmal durchgesetzt, weil du kommst rüber und du einfach kriegst mittendrin deinen Vertrag, darfst mal kurz mit reinspielen, reinschnuppern und kriegst darauf in der Folge auch nochmal deinen Vertrag. Finde ich, ist schon ein gutes Zeichen gewesen. Ja, also ist ja am College gewesen, war da einer der besten Spieler der ganzen Liga. Hat auch irgendwelche Trophies gewonnen. Ich glaube auch, der wird sich da jetzt durchsetzen. Der ist halt einfach, der hat halt einfach den Weg übers College genommen. Der ist halt ein theoretisch untypischer Weg. Der hat sich seine Ausbildung gemacht und dann auf seine Karriere theoretisch so ein bisschen mehr konzentriert als andere, die halt vielleicht eher in den Junior-Ligen waren und sich auf die straighte Entwicklung konzentriert haben. Er hat ja auch, er hatte eine schwere Zeit, habe ich in einem Interview gelesen, dass er da eben nicht der in diesen Profibereich ging und er kam halt erst später dazu. Und jetzt, ich glaube schon, dass er, also ich glaube, der wird dieses Jahr da einige Spiele machen, ja. Und wenn, dann glaube ich, ist er auch der Typ, der dann in die AHL geht. Kann gespannt sein. Dann haben wir noch zwei Deutsche, die jetzt in der Preseason für die San Jose Sharks auflaufen durften. Einmal den aus HEMA stammenden Bergmann. Wusstest du das? Ja, komm aus HEMA, Eishockey-Museum, wir waren vor kurzem da. Video ist bestimmt gerade hier eingeblendet. Irgendwo hier wird es sein. Aber auch schon gescored in der Preseason. Ja, und der Widerer, beide im gleichen Spiel im Test gegen Calgary. Der Widerer hat sogar zweimal getroffen, Bergmann einmal. Aber ja, die. Das ist halt, ich denke, die werden jetzt auch noch im Farmteam spielen. Da versuchen, sich aufmerksam zu machen. Und dann, ich denke mal, die könnten in der Liste vielleicht nächstes Jahr ein bisschen nach oben rutschen, dass wir da ein bisschen mehr drüber reden. Dieses Jahr. Ich meine, die Sharks sind das drittälteste Team in der Liga. Früher oder später müssen sie mal über jüngere Spieler nachdenken. Vielleicht können die beiden davon profitieren. Und ich glaube, ich sehe Bergmann ein bisschen weiter vorne als Widerer. Also ich denke mal, der wird da heute dieses Jahr auch ein paar Spiele machen. Ich glaube, eher als Widerer. Ich glaube, die werden dieses Jahr beide nicht in der Tür spielen. Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen meinte ich, ich glaube, die werden wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen genauer beobachten können, aber dieses Jahr. Mal gucken, was sich bei den Sharks entwickelt, einfach. Wie die Saison läuft. Zumindest ist ja auch in so eine der Sache. Offensive ein bisschen kleiner Umbruch stattfinden. Die Defensive ist ja auf Jahre erstmal so. Ja, befestigt. Zusammengebaut. Ja, wird sich zeigen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Abschluss. Dann haben wir alle deutschen Spieler durch. Wie ist eure Meinung? Also schätzt mal jemanden vergessen völlig falsch haben ein. Wir hoffentlich keinen. Ja, wäre auch gut. Sagt uns eure Meinung, ob ihr was völlig anders seht als wir. Wir freuen uns drauf, mit euch zu diskutieren und habt Spaß mit der Folge. Bis zum nächsten. Ciao.